Moin, Freunde der Sonne. Ich habe die letzten Tage bzw. Monate relativ häufig die Frage gekriegt, Dizzy, was ist denn jetzt eigentlich mit Monitore? Und ich habe mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht, was kann ich euch denn jetzt zu Monitoren bzw. den ganzen Konfigurationen und dem ganzen Klimbim eigentlich sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht 10.000 verschiedene Grafikkarten bzw. PC-Setups, um euch zu sagen, was, wie, wann, wo läuft. Was ich dir aber mitgeben kann, sind ein, zwei Gedankenanstöße, bei denen du vielleicht dann selber auf die Suche gehst und für dich das Richtige findest. Also ich habe das Ganze jetzt in drei Rubriken eingeteilt. Und zwar haben wir einmal Single Screen, Ultra Wide und Triple Screen. Was ist denn jetzt für dich an der Stelle erstmal wichtig? Also bei den jeweiligen Setups ist es immer eine Frage des Platzes. Single Screen, wie wir jetzt hier sehen, an der Stelle ist relativ platzsparend, wenn wir mit einem Rig rangehen. Das ist jetzt ein 32 Zoll Curve Monitor und der nimmt von der Breite her nicht ganz so viel Platz weg. Das heißt, falls du vielleicht einen schmaleren Raum haben solltest, kannst du das daneben stellen und kannst das Ganze auch von einem PC laufen lassen. Falls du zwei Bildschirme auf dem Schreibtisch hast, kannst du den dritten damit anschließen und das wäre definitiv für den Anfang eine sehr gute Lösung. Bei den Auflösungen habe ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen was ausprobiert. Bei dem Rig hier oben seht ihr einen 4K-Bildschirm und unten drunter hatte ich, oder unten drunter ist ein 1440p-Bildschirm. Und ich kann euch sagen, dass für die Rechnerleistung, die du zu Hause hast, müsstest du mal schauen, was für eine Auflösung du relativ gut fahren kannst. Dort kann ich dir immer empfehlen, canirunit.com oder falls ihr da draußen mir einen Gefallen tun würdet, könnten wir das hier als Sammelthread sozusagen nutzen, dass ihr unten reinschreibt, welche Bildschirme ihr benutzt, welche Grafikkarte, also was für eine Specs eure PCs haben, dass Leute sich hier mal querlesen können. Bei einem Single Screen sollte das in der Theorie nicht so ein großes Problem darstellen, da selbst wenn du 4K reingehst, sollten das die gängigsten Rechner jetzt schaffen. Außer deiner ist natürlich noch ein bisschen älter. Also wenn wir so in den 900er Bereich der Grafikkarte gehen und vielleicht ältere CPUs. Aber selbst bei einer 1080 wirst du noch ein gutes Ergebnis erzielen können. Ich persönlich finde, Ultrawide ist ein sehr guter Kompromiss zwischen dem etwas üppigen Platzverbrauch eines Triple Screens als auch eines Single Screens, weil du hast nämlich zwei 27 Zoll Bildschirme nebeneinander und dir fehlt nicht ganz so viel aus dem Cockpit beim Auto. Beim Single Screen fehlen dir größtenteils die Seitenspiegel und der Blick nach draußen, den du beim Ultra Widescreen aber hast. Du wirst wahrscheinlich nach links rausgucken können und dir wird rechts ein bisschen was fehlen, wenn du dich ganz normal ins Auto setzt. Das ist natürlich aber auch wieder noch eine Preisfrage, denn Ultra Widescreens beispielsweise, die würde ich sagen angesagtesten sind die von Samsung. Dort bis zu zwischen 800 Euro bis über 2000 Euro, wenn du die ganz, ganz großen nimmst, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind, hast du doch eine relativ große Preisrange, was das angeht. Und auch bei der Auflösung gibt es, schon so ein bisschen von Full HD bis 4K ist alles dabei. Und da darfst du auch immer nicht vergessen, denk an deinen Rechner, ob der das überhaupt schafft. Denn wenn du jetzt beispielsweise Ultrawide in der 4K-Auflösung fährst, also 2180 Pixel in der Höhe, dann hat dein Rechner schon ein bisschen was zu tun und das solltest du nicht außer Acht lassen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt nicht den stärksten Rechner hat und trotzdem ein bisschen mehr sehen möchte, wäre definitiv eine Full-HD-Version ganz okay und liefert auch ein vernünftiges Bild. Also falls du da draußen nicht ganz so allergisch sein solltest auf sehr, sehr schönes Bild und ein bisschen verzichten kannst, sind Full-HD-Monitore diesbezüglich eigentlich immer noch eine sehr gute Wahl für den Einstieg. Upgraden kann man das immer noch irgendwann mal, aber wie gesagt, Full-HD ist ein super Einstieg. Von Single-Screen als auch Ultra-Wide als auch der Triple-Screen würde ich immer sagen, wenn der Rechner das packt und das finanziell für dich passt, würde ich immer die 1440p-Auflösung nehmen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn mit Triple Screen? Ja, Triple Screen ist, das ist so ein Thema für sich. Ich würde dir gerne ein, zwei Hints geben. Erstens musst du daran denken, dass deine Grafikkarte genug Ports hast, um alle Bildschirme anzuschließen. Das heißt, du brauchst drei Ports, die frei sind, an deinem PC.
Wenn dem nicht so ist, hast du die Möglichkeit, das natürlich alles immer noch umzustecken. Und wenn du jetzt beispielsweise deinen Rechner hast, der deinen Desktop auch bedient, dass du die Kabel abziehst und dann die Kabel vom Triple Screen ranmachst. Das ist manchmal ein Sackgang, also für mich persönlich, der so ein bisschen hier einen an der Pfanne hat, was Hardware angeht, wäre das keine Option, weil ich wirklich keine Lust hätte, jedes Mal die Stecker zu tauschen. Es gibt bei uns in der Community aber mehr als genug Menschen, die das auch umstecken, die das überhaupt nicht stört. Wenn dich das also nicht stört, ist das definitiv eine Option. Die Superlative des Ganzen wäre, du hättest natürlich einen eigenen Rechner, der nur für dein Rig ist, wie beispielsweise bei mir, das jetzt an den jeweiligen Rigs ist, da stehen halt zwei Computer, einer dafür und dann hast du diesen Stress nicht. Worauf ich dich auch aufmerksam machen möchte, weil einige Menschen zwischendurch so ein bisschen, naja, Fünfhead sind und sich denken, wir benutzen mal solche Switches, wo wir sagen können, was jetzt wo auf welchem Bildschirm ausgegeben wird. Das funktioniert manchmal nur bedingt. Also ich habe ein, zwei Switches damals schon ausprobiert, weil ich meinen mittleren Bildschirm damals klonen wollte zum Capturen. Und ich habe mir solche Geräte gekauft zum Drücken und ich habe leider nie wirklich ein gutes Ergebnis erzielt. Falls da draußen jemand ist, der sich einen rausgesucht hat und bei dem das funktioniert, dann teilt das doch bitte gerne mal unten in den Kommentaren. Weil meines Wissens nach sind die Switches, die du benutzen kannst, wo 1440p durchkommt und 144 Hertz, sind schweineteuer. Also das Einzige, was ich bis dato gefunden habe und nicht gekauft habe, hat 300 Euro gekostet. Das wäre noch eine Sache, die kommt auf dich zu, wenn du an Triple Screen denkst. Wie sieht es denn da jetzt mit der Auflösung aus und wie sieht es denn da jetzt aus mit der Bildfläche? Also ich für mich sage auch, bei Triple Screen ist 32 Zoll der Sweet Spot, aber ich habe auch generell einfach alte Augen und ich brauche das immer riesig groß, damit ich das sehen kann. Wenn ihr mal an meine Maus denkt, die ist ja auch so groß eingestellt, damit ich die finde und sehe. Also ich habe an 27 Zoll Triple Screen gesessen, ich habe auch an 24 Zoll Triple Screen gesessen. Es ist alles machbar und man kann sich da definitiv dran gewöhnen. Ich würde trotzdem sagen, wenn du die Möglichkeit hast, dir einen Triple Screen hinzustellen, versuch's mal mit 27 Zoll. Es gibt angenehm preisige 27 Zoll Bildschirme, wo du auch unter 200 Euro wegkommst. Ich möchte extra noch mal dazu sagen, weil ich schon den einen oder anderen gerade an der Tastatur sehe, mit einem bisschen Schnappatmung, ja, das sind nicht die schönsten Panels, die haben jetzt nicht OLED drin oder ne, diesen ganzen fancy Stuff wie jetzt die hier. Aber es geht ja darum, den Menschen eine Perspektive zu geben, was man finanziell ausgeben könnte, also was man finanziell reinstecken könnte oder was man reinstecken muss. Und ich sag mal, man muss jetzt nicht wie hier hinten gerade OLED, 4K, HDR, 48 Zoll kaufen. Das muss nicht sein. Wobei ich sagen muss, das hier wäre schon wirklich die absolute Superlative, wo ich sage, da kommt für mich persönlich nicht mal eine VR-Brille ran. Ich habe jetzt für alle Rubriken mal ein, zwei Bildschirme rausgesucht, die du dir angucken kannst. Ich möchte extra dazu betonen, ich habe diese Marken bzw. einige dieser Bildschirme getestet als auch gehabt. Das sind jetzt nochmals nicht die krassesten Bildschirme, da sind preiswertige dabei, da sind mittleres Segment und auch höheres Segment dabei, wo ich sagen kann, wenn du die kaufst, hast du definitiv nichts falsch gemacht. Für mich, was ich die letzten Jahre festgestellt habe, diese IYAMA-Bildschirme, die sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Also die IYAMA-Bildschirme sind für mich an der Stelle immer, und das muss ich einfach sagen, eine der besten Investitionen gewesen, die ich bis dato getätigt habe. Ich habe von denen 4 Stück gehabt und bin damit auch immer noch zufrieden. Ich habe sie auch am Testrig dran. Und falls ihr da in die Richtung gehen solltet, die Yamaha hat wirklich gute Preise und auch einen tollen Kundensupport. BenQ-Bildschirme haben mich auch nie im Stich gelassen. Davon habe ich hier auch schon mittlerweile ein paar hängen. Und AOC kann ich euch von meinen Teamkollegen, sehr viele von denen fahren AOC-Bildschirme, die sind auch super. Und so habe ich diese Liste aufgebaut. Ich möchte an der Stelle auch nochmal deklarieren, ich habe alles bei Alternate rausgesucht, da Alternate von mir ein Partner ist, logischerweise. Das bedeutet natürlich nicht, dass du woanders diese Bildschirme nicht finden kannst oder woanders diese Bildschirme nicht für einen anderen Preis finden kannst. Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Single Screen, am wenigsten Platz, kostengünstig. Ultrawide,
ist definitiv ein guter Kompromiss zwischen beiden Welten, hat nicht ganz so viel Platzverbrauch, hat dafür aber ein bisschen mehr Bildfläche und du siehst ein bisschen mehr Cockpit. Triple Screen bringt ein paar Probleme mit sich, also Probleme im Sinne von logistische Probleme, siehe Grafikkarte und PC, bietet dir aber die größte und beste Immersion. Und ich hoffe, dass ich dir mit dem Video ein bisschen auf die Sprünge helfen konnte bei der Entscheidung, wie und was du jetzt diesbezüglich machen möchtest. Ich möchte dich diesbezüglich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir im Discord einen Channel haben im Racing-Bereich und der heißt Zeigt mir eure Rigs. Falls du also Inspiration haben möchtest oder brauchst, wie du gewisse Dinge umsetzen kannst, kannst du dich super gerne dort mal umschauen und dir ansehen, wie andere Leute diese Probleme eventuell gelöst haben oder das realisiert haben. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir hier unten drunter eine riesige Sammlung an Wissen, was Hardware angeht, erschaffen könnten für Leute, die eventuell diesbezüglich sich nicht ganz so sicher sind, was sie jetzt machen sollen, wie sie es machen sollen, warum sie es machen sollen. Also schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Bewertet das Video positiv oder negativ, je nachdem, wie es dir gefallen hat. Und dann könntest du den Kanal noch abonnieren und wir sehen uns vielleicht im Twitch-Livestream, der jeden Dienstag bis Sonntag stattfindet. Und sag doch einfach mal Hallo. Bis dann, Dansen, haust rein, tschüssikowski.